Es wird bodenlos, und zwar komplett bodenlos. 13 Frauen gegen Cody von Revinzeit, darauf reagieren wir jetzt. Und eine Frau zieht ihr T-Shirt aus, das habe ich auf TikTok gesehen. Also, die daten sich und die zieht einfach ihr T-Shirt hoch und man sieht alles. Deswegen, herzlich willkommen zu diesem Video. Es wird super. Lasst Like und Abo da, würde mich unfassbar freuen. Road to 5000 Abos, Road to 5000 Twitch-Followern. Erster Link, zweiter Link in der Beschreibung. Unser Let's go. heutiger Kandidat ist niemand Geringeres als TikToker Cody. Was geht ab? Ich bin Cody, 25 Jahre alt und ich suche heute meine Traumfrau, die auch mit 9 Zentimetern zufrieden ist. Er datet heute 13 verschiedene Frauen in 3 verschiedenen Locations, während wir im Raum nebenan auf das Ganze reagieren. Viel Spaß mit 13 vs. Cody. Ich habe noch einen Wingman dabei, das ist der Jan. Was geht ab? Hi, der passt auf, dass ich heute nicht zu viel Quatsch mache. Los. Okay. Hi. Hi. Was geht? Oh nein, das ist die von Frankfurt Street Tinder. Ich kenne die noch. Oh nee, die hat bei Pumping Monkeys Frankfurt Street Tinder mitgemacht und war ultra cringe. Oh nein. Oh. Ich fange gleich mal direkt mit dem Wichtigen an. Ich würde nein sagen. Allein jede Frau, die bei Frankfurt Street Tinder dabei war, ist für mich raus. Okay. Das ist wirklich Was? Mein Albtraum. Hä? Was ist hier? Der hat weiße Fußnägel. Nimm dich mal jetzt. Und Babyöl. Wo sind wir gelandet? Cringe, weiß ich nicht, weiß ich nicht. Bisschen groß, Digga, die Füße. Nein. Was ist das für eine Schuhgröße? 40. Ab 40 hört eigentlich auf bei mir. Sie hat ihren Fuß eingehüllt, geht jetzt in den Schuh zu. Ah, nein. Ich hab mich gefreut. Okay, das ist wirklich bodenlos, Alter. Gott. Ich auch. Nein. Komm mal her jetzt, Digga, komm mal her. Hi. Hi. Oh mein Gott. Ich bin Mila. Cody, freut mich. Freut mich. Ich habe keinen Spruch für dich vorbereitet. Sie ist sehr hübsch. Bereitet, aber ich habe was anderes. Komm mal her. Ja. Was ist da? Sind es deine? Mhm. Oh, Digga. Was hat der gezeigt? Was hat der gezeigt? Eh wieder Fußbilder. Alter, also 8 von 10. Der zweite ist größer als der erste, deswegen nur 8. Sonst würde ich sagen 10 von 10. Vielleicht sieht es auch nur auf dem Bild so aus. Ja, vielleicht ist das im Mund auch ein bisschen anders, keine Ahnung. Bro, what the fuck? Vielleicht. Hat mich gefreut. Mich auch. Bis gleich. Bis gleich. Sie hat mir ihre Füße gezeigt. Ja, jetzt beruhig dich doch, komm. Aber sie war krank, ich muss man sagen. Guck mal, jetzt einmal kurz wie ein Mann, okay? Du Kacke, Bebe. Was? Das habe ich auf TikTok gesehen. Jetzt wird's verrückt. Passt auf. Geht, Daddy? Hi. Mami. Ich bin Amalia, ich bin 23 und ich habe keinen Anmachspruch für dich vorbereitet, aber mein T-Shirt spricht für sich. Deswegen zeige ich dir das einmal. Ach du. Ich kann das alles nicht mehr, Junge. Ich will das gar nicht vorlesen, was da drauf steht. Kack, ach du Kacke, Digga. Ich will doch wieder cool bleiben. Lowjob Queen. Das ist verrückt. Was sind das für Punkte da? Was sind das für Punkte da? Ja, das liegt jetzt an dir. So, weißt du, mir ist heiß geworden. Ja, mir ist auch jetzt ein bisschen auch schwindelig geworden. Sag sie, du sollst dir direkt ausleihen. Du sollst dir direkt ausleihen. Kannst du mir das ausleihen? Das T-Shirt? Jetzt ausleihen. Ja? Ja. Soll ich ausziehen einmal? Na. Na. Ach du Kacke. Okay, man sieht nichts. Digga. Na. Ach du Kacke, Digga. Siehst du, geht das? Okay, reicht. Hat mich gefreut. Ja, mich auch. Hat mich gefreut. Dankeschön. Wo sind wir hier, hä? Gemerkt, Energy war ganz anders. Geburtstag? Hi. Hi, was geht? Digga, benimm dich mal. Lass mal hier stehen, Alter. Hi. Hi. Freut mich. Ich bin Evelyn. Ich bin 20 Jahre alt, komme aus Koblenz und ich habe keinen Anmachspruch für dich leider, aber würde dich trotzdem gerne kennenlernen. Ja, aus Koblenz ist nicht weit von mir, Alter. 20 Minuten so. Mhm. Du bist extra hingefahren. Ja, genau. Für mich? Ja, für dich. Das ist voll süß. ja, dann, ne? Ciao. Ciao. Hä? Was ist das denn? Warum? Hä? Mein Bodyguard sagt, du sollst jetzt gehen, cool. Bitte. Okay, wir Danke. Sehen uns später. Ich bin enttäuscht, der Arme. Hi, ich bin Sophie und ich habe dir 3 € mitgebracht. Ah. Aufmerksam. Hast du bitte was schauen wir hier?
Paddy, Alter. Den zweiten Raid von Paddy abgesneakt. In einem Monat, glaube ich sogar. Vielen Dank für den Support, Paddy. Kommt her in meine Arme, liebe Raider. Kommt her, kommt näher. Wir schauen gerade das verstörendste Video auf ganz YouTube. Da seid ihr genau richtig. Callcenter Buster, danke dir für deinen Sub im dritten Monat. Vielen Dank für den Support. Herzlich willkommen an alle. Gute Nacht, Paddy. Schlaf gut. Happy Superman, herzlich willkommen. Herzlich willkommen an alle. Freut mich, dass ihr am Start seid. Ich hoffe, ihr hattet einen tollen Stream. Vielen Dank für den Support. Herzlich willkommen an alle. Wir schauen ein super Video. Ihr werdet euch damit wohlfühlen. 3 Euro. Dankeschön. War sehr einfallsreich, ne? Danke. Ohne Füße. Kreativ. So, finde ich sehr, sehr gut. Frage: Würdest du auch Kredit für ihn aufnehmen, wenn er Probleme hat oder so? Ja. Ja? Okay, super. Dankeschön. Das war's. Danke. Okay, tschüss. Jo, ciao. Hallo. Hand geben. Cody, hi. Hi, ich bin Julia, ich bin 20 Jahre alt, ich komme aus Koblenz. Auch aus Koblenz? Ja. Okay, cool. Ich bin mit meiner Freundin zusammen da. Ja, ich habe leider auch nichts vorbereitet. Boah, sorry, aber sie wäre bei mir sofort raus wegen diesem Ich. Das macht mich so sauer. Ich kann mit Menschen nicht umgehen, die Ich statt Ich sagen. Da werde ich fuchsig. Aber ich würde dich trotzdem gern kennenlernen. Oh, nee, das macht mich so sauer. Wie groß bist du? 1,80. Auch mit der Freundin zusammen kennenlernen, eine Option? Ja, klar. Also, Dankeschön. Ja? Das war's. Ja. Danke. Okay. Super. Super. Ciao. Nice. Ciao. Hi. Hi. Ich bin Tina und ich wollte dich fragen, ob du meine Bibi sein möchtest. Ich habe da auch was mitgebracht. Das ist süß. Bibi und Tina. Alter, wie cool. Ja, sind wir Bibi und Tina. Sympathisch. Sieht man das, Digga? Also das war das Beste bis jetzt sogar. Dankeschön. Sag ich dir ehrlich, ohne Spaß. Sie könnte aber auch Pferdemädchen sein, doch, ne? Ja, das ist ja das Problem an der ganzen Geschichte. Aber du heißt wie meine Schwester. Ja, oh. Ja, und ich will das nicht wiederhaben, deswegen. Das entscheide ich dann spät. Wie wiederhaben? Was soll das heißen? Okay. Dankeschön für deine Mühe. Mega kreativ. Übel cool. 10 von 10. Okay, geht's. Was denn? Ey. Hi. Hi. Darf ich dich umarmen? Ja. Okay. Hi, ich bin Michelle, 20, komme aus Neuss, das ist neben Düsseldorf. Kenn ich. Und Entschuldigung. Ich habe Angst. Ne? Also. Ich bin nervös, der Spruch ist... Sollen wir uns umarmen nochmal oder so? Ja, da komm nochmal. Ja. Ein bisschen drücken, ein bisschen fester, ein bisschen länger auch. Das ist aber süß irgendwie. What the fuck? Ja, das ist jetzt schon eine Connection. Unangenehm, sobald ja. Ist. Okay. Jetzt, hau raus. Hast du Durchfall? Tatsächlich schon, hä? What the fuck? Was? Junge, was schauen wir hier? Ja, ich kenn Paddy, aber nur aus dem Hey Aaron Video, nicht aus dem TV. Ja. Oder wärst du bereit für was Festes? Ja. Kenn ich? Ich nicht, tatsächlich. Nicht? Nein. Aber gut, trotzdem gut. Spider-Man-Kette ist cool, deswegen. Ja, safe. Coole Titten. Hey, coole Kette. Ja, Mann. Danke. Bis gleich. Dankeschön. Danke, ciao. Was hat er gesagt? Coole Titten. Hey! Coole Kette. Ja, Mann. Danke. Bis gleich. Dankeschön. Danke, ciao. Das ist mir jetzt rausgerutscht. Das war Quatsch. Hi. Ist lang? Ja, oh, bei dir? Freut mich. Ja, wir kennen uns schon, weißt du? Ja. Ich habe meine Nummer verloren. Kann ich deine haben? Digga, das... Oh, so low. So 0815, Digga, raus. Sag dir raus. No, no me puedes sacar papacito, por favor. Ist dabei. Dankeschön. Dankeschön, bis später. Das war super. Danke. Bella Italia. Danke. Danke. Oh mein Gott. What the hell? Das war Spanisch, oder? Oder Portugiesisch? Hi. Hi, Hils. Gut. Ich bin Dialina, ich bin aus Schwäbisch Hall. Und was ich dir sagen wollte, ist, dass ich vom ADAC bin. Ich muss dich abschleppen. Es wird immer schlechter. Ja? Bro, sind wir back at fucking Millennium? Alter, was, wir sind auf, wir denn? Hör auf. Die High Heels retten. Ja? Ja. Stark. Hat das... Die Jacke hat so ein Rückenmuster, Digga? Nein. Zeig mal. Oh nein, er wird... Oh nein! Oh nein, bitte nicht für den Arsch gehen. Ja. Jacke ist gut. Du kannst mich abschleppen eigentlich, ja. Doch schon. Bis gleich. So scheiße. Kaum ertragbar. Es wird ertragbarer, wenn ihr ein Follow da lasst. Vertraut mir. Hi. Hi. Ich bin Xenia. Hi, ich bin Xenia. 20 Jahre alt. Ich komme aus Köln. Und da ich ja schon bei dir war, willst du heute bei mir rein? Oh, oh, nein. Oh, also, nein. Da ist er. Ich bin sprachlos einfach. Also, wow.
Dankeschön. Danke. Danke. Einfach danke. Das hat mich sehr gefreut. Ach, mich auch. Das Beste kommt zum Schluss. Okay. Ich bin wieder zu früh jetzt, aber. Was schau ich hier, Junge? Ja. Bis gleich. Verstehe ich. Ja gut, dann hören wir uns mal Cody an. Er kommt kurz rüber und schau mal, was er zu erzählen hat. Ne? Ey, schön erstmal, dass du hier bist, Bro. Schön, dass du hier bist. Ganz viele unterschiedliche Frauen. Und Brüste. Und Brüste haben wir natürlich heute auch gesehen. So, Oberteil, Ausleihen nehmen wir. Ja, safe. Letzte nehmen wir. Bro, das ist kein Shopping-Channel hier. Ich weiß schon, wen ich nehme. Okay, Bro, safe. Geh raus. Also ich würde die mit dem Septum nehmen. Die war mit Abstand am hübschesten. No joke, ich habe mich gerade schockverliebt in sie. Ich glaube, ich werde sie auf Insta anschreiben, aber die hat 100.000 Follower. Ich habe keine Chance. Aber sie ist alles, was ich will im Leben. Video Rudi, danke für den Follower. Mach das Ding fest. Dankeschön. Mach einfach dein Ding. Kriegst du ihn. Komm, los. Du bist raus. Sorry, Mann. Jo, Xenia, du bist weiter. Also das ist gar keine Frage. Mowgli? Ja. Kriegst du von mir, bist weiter. Alles gut. Für dich hat es heute leider nicht gereicht für eine Rose. Das ist so unangenehm. Aber danke, dass du dabei warst. Ich weiß nicht mehr, wie du heißt, aber du hast mich sehr beeindruckt mit deinem Aussehen und du bist weiter. Katharina. Amalia, sorry. Du hast schöne Augen. Ja. Augen sind okay, ja. Augen sind in Ordnung. Das ist deine letzte Chance. Nein, nein, cool play. Das ist deine letzte Chance, um weiterzukommen. Fuck, jetzt kommt nur noch eine weiter, ne? Ich denke, ihre ist größer als deine. Das glaube ich nicht. Sollen wir kurz vergleichen? Was? Oh mein Gott. Okay, krass. Ach du Kacke. Wahrscheinlich habt ihr jetzt da so verglichen. Oder? Das ist für mein Ego ist das zu viel. Ne? Du bist raus, aber du bist weiter. Nee, sorry für die Mädels, die halt nicht dabei sind. Ne? Aber danke nochmal. Dankeschön, dass ihr da wart. In Runde 2 geht es. Bro, wie enttäuschend, dass man einfach dann so ein paar hundert Kilometer fährt, um dann halt einfach kein Date zu bekommen. Für Cody an einen gewohnten Ort. Auf den Fahrersitz des AMG. Hi. Hallo. Was geht? Was geht? Alles klar? Boah, wirklich, sie ist Topmodel. Ich komme gar nicht drauf klar, wie hübsch sie ist, wirklich. Ich bin schockverliebt, hä? Ja, so bei dir. Auch. Hast mich sehr beeindruckt, auf jeden Fall mit deinem Foto, Alter. Kümmer dich ganz, also er ist ganz klar einfach, okay? Okay. Wie war nochmal dein Name? Mila. Cody. Hi. Wie alt bist du? 20. 20. Du? 25. 25. Ja, und woher? Sie sieht, ich dachte safe, sie wäre 24, ohne das Böse zu meinen. Also sieht voll erwachsen aus irgendwie. Ich bin 22, sehe dann neben aus wie ein 15-jähriger Huren. Berlin, bist du extra hier hingekommen? Ja, extra für dich. Echt jetzt? Mhm. Okay, das ist echt ein dicker Pluspunkt, sei ich ehrlich. Was arbeitest du? Ich mache Social Media und ich habe noch ein paar Exklusivseiten. Okay, ich verstehe. Exklusivvideos. Wie viel verdienst du im Monat? Verrate ich nicht. Aber so gut, würdest du sagen, ja, gut. Ne? Ja, auf jeden Fall. Bro, ich würd mir den Exklusiv-Content 100% kaufen. Zieh mal meinen Schuh aus, bitte. Bitte? Mhm. Okay. Auch die Socke oder so? Nee, die noch nicht. Okay. Vielleicht nächste Runde. Nee, das ist zu wenig Energy. Zu wenig Energy? Mhm. Ich muss auf... Bro, wie weird, dass einfach so der Bodyguard da hinten sitzt und die ganze Zeit mithört. Auf ihn hören. Ich dachte eigentlich, du findest mich ganz nice. Ich hab sie angeschrieben. Oh mein Gott. Nein! Ja, kann ich. Ja, ich weiß auch. Ja. Ja, wir schreiben weiter. What the fuck? Ja. Aber du bist trotzdem nicht in der nächsten Runde. Schade. Wie kann man sie nicht weiternehmen? Hä? Hi. Hi. War mich direkt nach. Hi. Er ist hinten. Okay. Wolltest du auf die Rückbank? Ja, eigentlich kannst du auch zugucken. Nein, das wollen wir nicht machen. Okay. Weiter. Wir sind hier zum Reden. Ach so. Also eigentlich kennen wir uns halt schon, ja, ne? Das ist das Ding. Du warst schon bei mir ich zu Hause. Drin. Meine Mama hat dich kennengelernt. Du kannst auch zu mir rein. Was? Auch schon von diesen Exklusiven. Warum sagt sie immer zu ihr rein? Ich kann auch in dich rein. Ja, können wir auch machen. Also zu dir nach Hause. Weiß nicht, was willst du machen? Mit dir? Ja. Das kann ich hier nicht vor laufender Kamera sagen, glaube ich. Okay, dann sag's mir danach. Ich sag's dir einfach später. Sehr gut. Also ich muss weiter. Safe. Ja. Echt? Ja. Okay. Das ging aber schnell. Das ging wirklich ein bisschen zu schnell. Dankeschön. Cody. Nein. Okay, hör mal auf mit. Cody. Mit dem Scheiß, jedes Mal. Oh, Junge, das ist so cringe, aber ist auch lustig, muss ich sagen. Wie so ein Kind.
Hör mir mal zu jetzt. Mhm. Der hat noch nie viele Frauen gesehen, okay? Das hat ihn richtig glücklich gemacht, okay? Ja. Nimm das mal und gib dir mal richtig Mühe jetzt, okay? Okay, ich gebe mir Mühe. Okay. Ach, du Kacke, oder? Nein. Hi. Hi. Das ist... Wow! Wo sind wir hier? Ja, schade, dass du nicht wieder so hier sitzt. Ich kann das nicht. Aber das war schon genug, um ehrlich zu sein. Ja, hat das gereicht? Ja. Meine zwei Freundinnen und ich? Hat gereicht, safe. Vielleicht kannst du sie ja nach dem Dreh noch ein bisschen besser kennenlernen. Vielleicht? Es ist so... Was soll ich dazu sagen, Chet? Mir fällt nichts ein. Also von meiner Seite safe. Super, danke, das ist alles, was wir wissen wollen. Super, das Dankeschön. Ist, du bist weiter. Glückwunsch. Dankeschön, mein Herz. Ich freue mich auf dich. Ich freue mich auch auf dich. Mein Herz. Aha. Oh, hast du hinten Platz? Okay. Ja. Geht das so? Hä? Also ihr seid im Duo. Genau. Ja. Okay, ich bin ehrlich. Ich habe ein bisschen cool eben geredet mit zwei Frauen, aber ich glaube, ich kann das nicht handeln alleine. Was? Ich muss ehrlich sein, ja. Hab mich gefreut. Sorry. Und danke für das. Bro, die sind da für eine Sekunde reingekommen. Die durften nicht mal reden, die Arme. Verständnis. Hat mich auch gefreut. Super lieb von euch. Ciao. Ciao. Ich bin wirklich maximal. Wollten die es gerade zu zweit jetzt mit ihm quasi tun? Ich verstehe gar nichts mehr. Das ist mein Favorit hier. Hola. Hola. Te traje uitas. Warum redet sie Spanisch? Komm ein paar de uitas. Mach den Mund auf, mach den Mund auf. Mach die Dinge. Lecker. Está muy rica, muy bien. ¿Cómo estás? Du bist weiter. Du bist weiter. Herzlichen Glückwunsch. Gracias. Weiter. Gracias. Adios, gracias. Ciao, Papi. Mami. Hermosa. Hermosa. Wow. Das ist mein Favorit. Ich sag dir, wie es ist. Was sind das für gigantische Trauben? Ich weiß nicht, was sie sagt. Es ist mir auch egal. Ja, kann ich aber nachvollziehen ein bisschen. Also erstmal geil, dass ihr mein Auto nicht geklaut habt und dann weggefahren seid. Ist es dein Auto? Ist mein Auto. Das glaube ich dir nicht. Ja, doch, ich bin wohlhabend. Jetzt will ich dir... Nicht so viel, dass du was haben könntest, aber... Gut, du hast dich für drei wunderschöne Frauen entschieden. Ja. Bist du jetzt im Klaren, dass du jetzt ins Bett mit den Frauen gehst? So, ich weiß nicht, was an diesem Autoding noch kommen soll. No joke, das war crazy. Nee, dann viel Spaß dir im Bett, dankeschön. Runde 3 findet wie immer im Bett statt. Jetzt wird sich entscheiden. Oh nein, sind wir ready dafür? Chat, seid ihr ready, um das im Bett anzuschauen? Valide Ramba, danke für... Wer hat Codys Herz wirklich erobert? Hi, was geht? Ich hab schon wieder Angst. Oh, wartet. Oh Gott. Leg dich hin, setz dich hin, wie du willst. Cody und ich im Bett, mein Traum wird wahr. Cody und ich im Bett? Leg dich hin einfach. Ich leg mich hin, warte. Kann ich so meinen Arm um dich herum machen? Du darfst alles, Cody. Kann ich dich auch umarmen? Umarmen? Ja. Komm her. Das ist mein erstes Mal, dass ich sowas mache jetzt. Echt? Es gibt mir so ein Déjà-vu, man munkelt so. Das hatten wir doch schon mal, oder nicht? Wir beide? Ja, hast du schon vergessen? Ich wusste nicht, dass wir das hier sagen können, deswegen. Hab ich jetzt was gedroppt, was ich nicht sagen durfte? Passt schon. Ja, ist nicht das erste Mal, dass wir im Bett liegen, tatsächlich. Ja, ich hatte nur gute Erinnerungen. Aber dann hast du dich nicht mehr gemeldet. Und ich weiß nicht, woran das jetzt liegen hat. Aber jetzt bin ich ja wieder am Start, siehst du ja. Aber warum hast du dich nicht gemeldet? So 9 cm, ich muss da schon so... noch mal nachdenken, ob ich damit so in Zukunft arbeiten kann, weißt du? Aber jetzt bin ich mir sicher. Mein Charakter zählt. Ja, bei mir auch so. Und der ist gut. Der ist sehr gut. Danke. Was heißt das? Ciao. Also bis gleich. Okay, bis gleich. Geh runter jetzt. Geh runter, sag ich. Joho, was geht? Seit wann kann sie Deutsch? Seit der ersten Runde. Sie hat eben nur eine andere Sprache gesprochen, Merle. Willst du einen Schluck? Ja. Ohne Zucker. Ja, ja. Ich bin schon süß genug. Wir kennen uns. Ich kann das nur konsumieren und einfach den Kopf schütteln. Es ist aber auch lustig. Das auch schon, ne? Deswegen. Und du warst... Aber meine Favoritin ist raus. Ich würde da keine mehr daten. Ich will die mit dem Septum. Wie heißt sie auf Instagram? Welche war das nochmal? Edina, oder? War direkt die erste. Ich muss hier mal ganz kurz für ein Schulprojekt. Ne, Elina war's nicht. Alter, die hat 166 Follower nur. Das hat ja gar nichts gebracht. Was? Ich dachte, die Frauen profitieren irgendwie davon. Das Video von Revi hat 200.000 Aufrufe und Elina hat einfach 166 Follower. Was?
Das war's ja komplett. Xenia. Ist es Xenia? Nee, Xenia ist es auf jeden Fall nicht. Sorry, ich muss die Forschungsarbeiten leisten. Tina? Nee, Tina auch nicht. Die hat 400 Follower. Nina? Eine Nina gibt's hier nicht, aber es gibt eine Mila. Vielleicht ist es die Mila. Ja, Mila ist es. Ah, 40.000 Follower. Da sind meine Chancen leider schlecht. Ich will gar nicht wissen, wie viele Fußballer, wie viele Promis, wie viele Models die anschreiben. Ich bin nur so ein Opfer-Influencer. Ohne Reichweite. Fuck. Auch letztens noch bei mir zu Hause. Aber ich würde meine Seele für sie verkaufen. Okay. Der hat einfach Frauen hier eingeladen, die er schon ernst gemeint hatte. Also auf Freundschaftsbasis. Deswegen weiß ich gar nicht, warum du hier bist eigentlich. Also das war ja immer meine Hoffnung, dass wir nicht nur Freunde sind dann, weißt du? Ich hab dir schon gesagt, Cody, dass du dir da keine Hoffnung machen sollst. Oh. Bro. Bis später, Bro. Ja, ich geh einfach, okay. Warum ist es so still? Er wurde gefriendzoned, Bro. Das ist, glaube ich, gerade eine schwierige Situation. Das ist sie geht einfach. Er hat einfach seine beste Freundin mit ins Finale genommen, um dann gefriendzoned zu werden. Das ist crazy. Na, mein Süßer? Hi. Was ist los? Ich wurde gefriendzoned gerade. Er macht einfach aber schlau von ihm. Weiter. Ach, nicht schon wieder. Ja. Kommt mir irgendwie ein bisschen bekannt vor. Wieso? Ich weiß nicht, das letzte Mal warst du ein bisschen anders. Du warst die 6 und ich war die 9, aber... Hä? Wir beide 69, oder was? Letztes Mal? Würdest du mich nicht friendzone? Oh! Ah! Ich muss raus. Hä? Du lädst mich nie wieder ein. Das ist die verwirrteste Folge, die ich in meinem Leben je gesehen habe. Wirklich, ich weiß nicht, wo vorne und hinten. Vor allem nicht bei Cody, der zum Glück. Nee. Dann gehen wir mal raus und schauen mal, für wen er sich entschieden hat, ne? Let's go. Cody. Ja. Erstmal, wie war's für dich? Cool. Ja, also. War eine ganz neue. Ja, nimm safe Amalia hier mit der. Die BJ-Queen. Erfahrung. War eine mit so vielen Frauen auch dann zu reden. Ich finde eure Dynamik sehr cool, dass du deinen. Dein Wingman, Bodyguard. Ich glaube, er nimmt auch Geld von dir, oder? Nein, nein, das ist auf Freundschaftsbasis, ne? Ja. Wer ist dein Herzblatt heute? Okay. Ja, einmal wie ein Mann da drauf und nicht da drauf, okay? Du hast gewonnen, Alter. Nein, ich will, okay. Ich stehe nicht zur Wahl. Oh, warum sagt der Scheiß, dass du mich nehmen sollst? Ja? Xenia hat gewonnen. Und das war's mal wieder mit einer absolut kaputten und unnötigen Folge von 15 Versus. In diesem Sinne, lasst einen Daumen nach oben da. Alle Leute sind wieder in der Videobeschreibung verlinkt. Vielen Dank an Cody, an Jan, an alle Girls, die hier waren. An euch natürlich auch. Felix, wie war's für dich? Fick dich selbst, Revi. Fick dich selbst, Revi. In diesem Sinne, macht's gut. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ja, war eine coole Folge. Ich bin verliebt und ich hoffe, ich kann meine große Liebe irgendwie von mir überzeugen. Ich werde sie nach dem Video anschreiben, hoffnungslos, und werde niemals eine Antwort bekommen, weil sie von 1000 Männern jeden Tag angeschrieben wird. In dem Sinne, vielen Dank fürs dabei sein. Lasst ein Like und ein Abo da. Schaut bei Revis Originalvideo vorbei und bis zum nächsten Mal.